Mit der unverkrampften Sexualität unserer Zeit kommen auch viele Fragen der Intimästhetik in unsere Klinik. Frauen und Männer. Und was diese Patienten interessiert und die häufigsten Fragen, die ihr dazu habt, die werde ich euch heute beantworten. Mein Name ist Dr. Timo Spanholz und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten. Viele von euch, die das Video schauen, kennen vielleicht sogar den Begriff Penisvergrößerung inzwischen aus anderen Videos oder aus der Presse. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Penisvergrößerung? Nun, eigentlich ist das nicht eine Operation, sondern es sind mehrere Operationen. Nämlich dazu gehört die Penisverlängerung, die Penisverdickung. Das sind eigentlich zwei Eingriffe und wenn etwas länger und dicker wird, dann wird es insgesamt größer. Aber es sind nicht die einzigen Operationen, mit denen Patienten zu uns kommen. Inzwischen ist auch bekannt, dass wir Hodensackvergrößerungen machen können, dass wir Hodensackstraffungen machen können oder dass wir Beschneidungen machen können und auch die Erektionsfähigkeit, also die Standhaftigkeit der Erektion, können wir zum Beispiel mit einer modernen Stammzelltherapie verbessern. Da haben sich also verschiedene Themen drumherum gruppiert, um die Sexualität insgesamt zu verbessern und mehr Spaß am Sex zu ermöglichen. Entscheiden sich Männer für eine Penisverlängerung, dann ist natürlich oft die Frage, wann darf ich denn wieder Sex haben? Eine gewisse Ausfallszeit, die ist unumgänglich. Bei einer Penisverlängerung brauchen wir eine kleine Wunde, über die dieses Band, was zur Verlängerung durchtrennt werden muss, erreicht werden kann. Und diese Wunde muss nach der Operation heilen. Das heißt, es braucht eine kleine Abstinenzzeit, also eine sexfreie Zeit. Und die ist in der Regel etwa 2 bis 3 Wochen nach der Operation. Entscheiden sich Männer für eine Penisverdickung, dann ist da auch eine Zeit einzurechnen, in der nach der Operation keine Belastung im Intimbereich durchgeführt werden darf. Und diese Zeit, die ist sogar noch etwas länger als bei der Penisverlängerung, nämlich 8 Wochen lang. So lange braucht das Fett, um einzuheilen und dann dem Penis die neue Dicke zu geben. In dieser Zeit muss unbedingt vermieden werden. Nikotinabusus, also das Rauchen, Druck auf den Penis, dazu gehört auch der Sex und extreme Temperaturen, wie diese zum Beispiel eintreten bei Saunabesuchen, im kalten Swimmingpool oder auch bei starkem Sport, wenn man stark schwitzt. Man sieht also, man muss sich ein bisschen vorbereiten und diese Operation so gut planen, dass sie das Privatleben nicht stark stört. Nun ist es ja so, dass wir für die Penisverdickung speziell eigenes Fettgewebe nehmen, meistens vom Bauch oder von den Oberschenkeln. Und dieses Fettgewebe wird dann um den Schwellkörper herum in den Penis eingebracht. Eine Frage, die uns oft gestellt wird in diesem Zusammenhang, wenn der Penis tatsächlich sehr, sehr dick wird, weil eine Schicht zwischen Schwellkörper und Haut eingebracht wird, kann es dann nicht dazu kommen, dass die Sensibilität, also das Gefühl, was man zum Beispiel beim Sex hat, sich in irgendeiner Weise verändert? Das ist nicht der Fall und zwar deshalb, weil die Sensibilität beim Sex vor allem durch den Bereich der Eichel und des Frenulums, also des Bändchens unten an der Eichel, vermittelt wird. Und dieser Bereich wird eben nicht behandelt. Er wird extra nicht behandelt, um die Sensibilität nicht einzuschränken. Also eine Penisverdickung steht nicht der guten Sensibilität beim Sex entgegen. Wenn wir eine Penisverdickung machen, nutzen wir das Eigenfett. Jetzt ist aber natürlich eine Voraussetzung, dass unsere Patienten auch über Eigenfett verfügen. Viele Männer, die zu uns kommen, sind sehr, sehr schlank. Dann kneifen die sich so ein bisschen in die Bauchhaut. Das ist dann so ein kleines, dünnes Fettdepot und sagen, ja, ich habe ja überall reichlich Eigenfett. Es ist wichtig, dass wir, um eine Penisverdickung auch im entsprechenden Ausmaß durchführen zu können, über ausreichend Fettreserven verfügen. Also man kann gerne vorher noch mal den einen oder anderen Burger essen, damit, wenn man bei uns zur Operation dann kommt, auch genügend Fettgewebe da ist. Wir haben natürlich auch Patienten, die schon vorher eine Operation in einer anderen Klinik hatten oder die uns fragen, im Falle, wenn das Ergebnis, was wir hier erreichen, nicht reicht, kann ich nicht einfach 2 oder 3 Mal verlängern? Nun, das geht nicht. Wir haben ein Band, was wir durchtrennen und über dieses Band ziehen wir den Penis etwas nach außen. Wenn dieses Band korrekt durchtrennt wurde, durch mich oder durch einen anderen Kollegen, dann hat man das erreicht, was man erreicht und mehr geht dann leider nicht. Da hilft eine zweite Operation nicht.
Wohingegen bei der Penisverdickung, wo wir Eigenfett einsetzen, um den Penis zu verdicken, da ist es so, dass wir in einem Schritt eine gewisse Menge einbringen können. Aber dann kann es sein, dass wir in einer zweiten Operation noch einmal Fett einbringen, um den Penis weiter zu verdicken. Also bei der Penisdicke kann man zweimal oder dreimal operieren, bei der Penisverlängerung muss das beim ersten Mal sitzen. Eine andere Frage, die uns erreicht hat, ist, ob man auch einen beschnittenen Penis verlängern kann. Die Idee oder die Frage dahinter ist, wenn die Vorhaut entfernt wurde und die verbliebene Haut schon bereits relativ stark spannt und ich jetzt den Penis verlängern will, ich nehme immer das Beispiel, das ist so ähnlich wie als ob ein Pferd in ein Geschirr hineinrennt. Der Penis will raus, aber die Haut hält ihn zurück. Es ist so, dass wir natürlich bei sehr stark beschnittenen Patienten eventuell etwas eingeschränkt sind bei der Verlängerung. Aber meistens ist die Haut ein sehr dehnbares Organ. Das heißt zum Beispiel auch bei der Erektion muss ja aus einem kleinen Penis spannungsfrei ein großer werden können. Das heißt, die Haut macht vieles mit. Und um die Frage zu beantworten, auch bei beschnittenen Penissen können wir eine Verlängerung durchführen. Es ist ja nicht nur wichtig, dass ein Penis gut ausschaut, die richtige Länge und die richtige Dicke hat. Er muss auch funktionieren. Und funktionieren heißt, die Erektionsfunktion muss ungestört eingeleitet werden. Das heißt, ein Penis muss steif werden und er muss über die Sexualität hinaus diese Steifheit auch halten. Und viele Männer, die zu uns kommen, wenn man genau nachfragt, haben da auch ein Problem, für das wir eine Lösung haben. Der Urologe, zu dem man gemeinhin wegen solcher Dinge geht, der sagt hier, nehmen Sie mal Viagra vorm Sex, damit ist das Thema dann eigentlich für den schon vom Tisch. Aber man kann heute wesentlich mehr machen, als nur Viagra verschreiben. Wir haben die Möglichkeit, über sogenannte Stammzellbehandlung die Durchblutung der Schwellkörper zu verbessern. Diese auch als P-Shot bezeichnete Behandlung nutzt Stammzellen aus dem eigenen Blut und fügt sie über eine kleine Injektion im Bereich der Schwellkörper direkt an die Stelle ein und führt dort zu einer Bildung neuer und frischer Gefäße. Das Resultat ist, dass der Schwellkörper schneller, intensiver durchblutet und auch die Erektion länger gehalten werden kann. Also eine natürliche Behandlung der erektilen Dysfunktion. Eine ganz entscheidende Frage, und die würde ich mir selber als Mann natürlich auch sofort stellen: Was sind denn eigentlich die Risiken, wenn ich mir den Penis vergrößern lasse? Also sowohl verlängern als auch verdicken. Weil was habe ich denn von einem großen Penis, wenn er am Ende nicht funktioniert? Die gute Nachricht ist, dass diese Operation in geübter Hand tatsächlich sehr risikoarm ist. Natürlich erreichen wir nicht immer die Länge, die gewünscht ist, und natürlich erreichen wir auch nicht immer die Dicke, die gewünscht ist. Das sind aber keine Komplikationen, sondern wir können auch oftmals durch einen zweiten Transfer dann das Ergebnis erreichen, was der Patient wünscht. Eine Komplikation wäre zum Beispiel, dass der Penis danach nicht mehr richtig funktioniert. Die Erektion kann nicht mehr gut gehalten werden oder es kommt gar zu einer Unfruchtbarkeit. Und das ist die gute Nachricht dieses Videos. Es gibt diese Komplikationen in geübter Hand gar nicht. Zumindest ist es in all den Jahren hier in der Klinik noch nie zu einer solchen Komplikation gekommen. Wahrscheinlich würde ich die Operation sonst auch nicht mehr machen, wenn das Risiko bestünde. Insofern seid ihr hier bei uns in sicheren Händen. Aber jetzt vielleicht einmal unabhängig von der Intimchirurgie. Was sind denn eigentlich die Themen der Männer in der ästhetischen Chirurgie? Denn die Männer haben dieses Fach auch längst für sich entdeckt. Nun, das, was wir am meisten hören, ist zum Beispiel die Fettabsaugung. Und die Fettabsaugung hat man früher unter dem Aspekt gemacht, dass man einfach das Fettgewebe reduzieren wollte. Man hatte also einen kleinen Rettungsring und der sollte weg. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, denn heute haben wir die High Definition Liposuction. Dieses Body Contouring Verfahren, wie man auch sagt, ermöglicht uns nicht nur das Fett aus dem Körper zu entfernen, sondern gleichzeitig die Muskelkonturen nachzuarbeiten. Und das gibt gerade athletischen Männern die Möglichkeit, ihre Muskelkontur stärker zur Geltung zu bringen. Das ist die Fettabsaugung 2.0. Ein anderes Thema, was wir immer wieder hören, sind natürlich gesichtsverjüngende Eingriffe. Zum Beispiel die Oberlidstraffung, die Entfernung der Tränensäcke oder auch die Behandlung von Falten. Auch dafür haben wir verschiedene Operationen zur Verfügung, um den Männern ein jüngeres und frischeres Aussehen zu verschaffen. Und ein letztes großes Thema, was Männer natürlich haben, ist die Behandlung des Haarausfalls oder der Geheimratsecken. Die Haartransplantation, aber auch das Anregen des natürlichen Haarwachstums, auch das bieten wir in unserer Klinik an, um dem Mann ein volles und dichtes Haar zu ermöglichen. Ihr wollt ein bisschen mehr zur Technik der Penisvergrößerung erfahren? Dann haben wir ein Video für euch zu diesem Thema vorbereitet. Und so richtig wach geworden seid ihr bei der Frage, Moment, ich kann mein Fett loswerden und gleichzeitig meine Körpermuskulatur betonen.
High Definition Liposuction. Liposuktion 2.0, auch dafür haben wir ein Video für euch vorbereitet.